15 und fürchterlich. Ich muss das wissen, sein Handy bin ich. Ich wurde ihm von der Oma geschenkt. Die Oma ist reich und genauso beschränkt. Das weiß ich, denn oft ruft das blöde Weib an, wobei man als Handy ja schlecht weghören kann. Dann schleimt er sich ein und bettelt um Geld und Omi zahlt alles, was Mirko gefällt. So kam ja auch ich in seine Gewalt. Seitdem höre ich mit, was für'n Schwachsinn er schwallt, und täglich verschick ich sein hohles Geschmier, wenn ich ihn nicht gerade fotografiere oder durch dümmliche Videos scrolle oder bei Facebook die Freunde voll lolle, was immer er twittert. Ich muss den Mist lesen und bin auch schon mehrfach zum Klo mit gewesen, wo er sich entleerend auf dem Display rumschmiert und gleich seinem Durchfall auch kommuniziert. Kurzum, ich hasse das grässliche Blag. Ich bin das Handy, das Mirko nicht mag. Wohin er auch geht, er hat mich in der Hand. Beim Essen, beim Schlafen, beim und am Strand. Da popelt und patscht der Idiot auf mir rum. Und was er auch macht, es ist alles gleich dumm. Zu doof, um Kartoffeln in den Keller zu schleppen. Aber mit anderen Deppen WhatsAppen. Zu dämlich, um King Kong am Stück zu verstehen. Aber für YouTube selbst Filme drehen. Zu blöd, um im Ei auf den Laster zu zielen. Aber auch iPhone-Quiz-Duell spielen. Gegen genauso bescheuerte Blagen, die das Wort Merkel bei Google nachschlagen. Und ich bin dabei, jeden furchtbar Tag. Ich bin das Handy, das Mirko nicht mag. Wie oft habe ich täglich mein Schicksal verflucht und klägliche Fluchtversuche versucht, doch niemals entwich ich der simsenden Hand des teuflischen Teenies mit tumbem Verstand. Bis heute, denn heute ist was Tolles passiert. Ich hab noch nicht einmal was fotografiert. Ich lieg auf dem Schrank und bin glücklich wie nie. Seit heute muss Mirko zur Suchttherapie. Und ich hab mich noch gefragt, was für eine Sucht das wohl sei. Ich meine, ich hab nie was gesehen und ich war immer dabei. Da war nix, kein Klebstoff, Heroin oder Bier. Und dann hör ich plötzlich, er wär süchtig nach mir. Der Arzt sagt, er könnte sich vom Handy nicht trennen. Da hätten sie lieber mal mich fragen können. Ich kann das, ich hätte es ihm gerne gezeigt. Eine Trennung fällt mir bei dem Spacko ganz leicht. Stattdessen muss er jetzt zur Suchtgruppe gehen. Davon würde ich gern mal ein Video drehen. Ich lieg auf dem Schrank und stell mir das vor. Und schon die Vorstellung trifft ganz genau meinen Humor. Die anonymen Aldi-Talk-Kunden sitzen im Stuhlkreis, alle Daumen verbunden, und jammern und flennen und klagen ihr Leid von ihrer Handy-Abhängigkeit und lernen zum ersten Mal gerade zu gehen, ohne dabei Richtung Boden zu sehen. Und wenn es wo klingelt, dann flippen sie aus und holen sich die Methadon-Handys raus, so Knüppel aus Holz, ohne Sinn und Verstand. Hauptsache, man hat irgendwas in der Hand, und am Schluss singt man den Therapiegruppen-Rap. You only live once, ganz ohne App. Und bevor man dann endlich nach Hause gehen kann, muss jeder noch sagen, ich ruf dich nicht an. Das wünsche ich ihm bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Ich bin das Handy, das Mirko nicht mag. Und wenn Mami ihn heute nach Hause bringt, ratet mal, wer dann direkt Sturm klingelingt. Und hier auf dem Schrank willig vibriert. Mal sehen, was dann aus der Therapie heute noch wird. Ich hoffe, dann trifft den Idioten der Schlag. Ich bin das Handy, das Mirko nicht mag. Dankeschön. Ja. Ja, aber...